Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde des Synchronschwimmens. Herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil HD Remaster. Folge 21 und wir sind schon schick gegen Ende hin. Also es geht schon hier aufs Ende zu und ja, super, super. Es ist 6.07 Uhr früh. 6 Uhr früh, draußen total dunkel. Heute ist, was haben wir heute? Donnerstag, oder? Warte, was ist heute? Donnerstag, der 29.12.2016, also kurz vor Silvester. Wahnsinn. Und am 24.01. Januar nächsten Jahres, also relativ bald, kommt das neueste Resident Evil raus und bis dahin versuchen wir mal, dass wir noch alle alten Teile, vielleicht schaffe ich es, alle alten Teile spiele und wenn dann das neue rauskommt, damit ich dann echter Profi bin und dass wir dann auch wissen, wie das ganze Spiel funktioniert und wie es sich entwickelt hat, weil das sind ja jetzt hier die ersten Teile, oder? Ich muss das jetzt mal googeln. Ich glaube, das ist der zweite Teil. Ich glaube, das, was ich vorher gespielt habe, Zero, das war der erste Teil, glaube ich, vielleicht, wahrscheinlich. Und das ist der zweite. Ich muss es dann mal googeln. Und dann, wenn ich jetzt hier fertig bin, google ich mal, was dann der nächste Teil ist. Und den lade ich runter und den spielen wir dann, gell? Und dann arbeiten wir uns durch, bis wir dann am 24.01. Das neueste Spiel spielen können. Da bin ich aber mal gespannt, wie sich das so entwickelt hat. Das ist immer sehr interessant, also wie sich so eine Serie entwickelt. Also ich kenne das ja, also bei, sagen wir mal, die Konstanze ein bisschen rumlaufen. Hier haben wir gespeichert. Ich kenne es ja bei Tomb Raider, da war es auch sehr interessant. Also hat sich wirklich, da wechselt da auch dreimal der Besitzer und der Hersteller und der Produzent und die sämtliche Leute wechseln da. Da bleibt meist nur der Name irgendwie, der Franchise nennt sich das dann, glaube ich. Nur der Name bleibt dann irgendwie gleich, aber da wechseln 20 Mal die Herstellerfirma, die sämtliche Produzenten, die Vertriebsfirma wechselt auch, da wechselt alles. In kurzer Zeit, also in 10 Jahren, 10, 15, 20 Jahren wechselt da 20 Mal das ganze Ding. Weil Tomb Raider ist jetzt 20 Jahre geworden im Oktober. Ich stehe auch in dem Tomb Raider Buch drin, meine Homepage LaraWeb. Ich bin ja der LaraWeb Tom. Meine Homepage laraweb.de ist in dem 20 Jahre Tomb Raider Buch drin, abgebildet. Ein ganzes Kapitel steht Absatz, ein ganzer Absatz steht über mich drin. Mit Namen, mit meinem kompletten vollen Namen. Also ich bin schon in die Geschichte eingegangen. Das Buch kannst du bei Amazon bestellen, hat 360 Seiten. Gibst einfach 20 Jahre Tomb Raider ein, dann kannst du das Buch bestellen. Ist in Englisch. Also gibt es nur in Englisch, weil das weltweit. Also ich stehe weltweit. Bin weltweit schon verewigt. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Gut, und das hat sich auch ganz schön entwickelt, Tomb Raider. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Gut, ja, und jetzt im Moment, was entwickelt sich im Moment? Wir gehen einfach da rein, oder? Nachdem ihr gespeichert habt, geht ihr durch die große Tür in den Gang. Hier sind zwei Hilfsarbeiter. Oh. Ah ja, komm. Erst schießen, dann fragen. Aha. Wisst ihr, da war schon einer. Es ist, habe ich schon erwähnt, dass es sich um ein Horrorspiel handelt. Erwähnte ich bereits, dass es sich um ein Horrorspiel handelt. Da hinten ist noch zu, oder? B2. Da. Das ist ein elektrisches Kacksystem. Was ist? Au, da ist eine die müssen wir mitnehmen, oder? Dann nehmen wir die, oder? Warte, steht das gar nicht. Achso. Geht am Ende des Ganges und sammelt die MO-Disk. Magneto-Optical Disk auf dem Tisch ein. Danach geht die Treppe runter und öffnet. Ich spiele das nur mit Lösung. Früher. Entschuldigung. Früher. Ganz früher diese alten Spiele hier. Das ist ja Digital Remastered. Aber das Spiel selber ist natürlich gleich noch. Jetzt kommt gleich wieder einer, oder? Da konntest du echt, da waren echt noch Rätsel. Da blinkt hier nichts, wo ich hin muss. Heute blinkt immer ein Pfeil und ein Weg ist markiert auf der Karte. Du hast eine Minimap und was weiß ich alles. Hm.
Hier blinkt und pfeift und raucht nichts mehr. Und die Rätsel sind offen schwer zum Teil. Du kannst für 5 Meter für eine Tür öffnen, kannst schon 20 Jahre rumrätseln aus. Du musst es teilweise echt einfach nur ausprobieren, wenn du keine Lösung hast. Es sind auch praktisch manchmal keine Hinweise. Du kannst es wirklich nur Versuch und Irrtum und je nachdem, wie viele Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeitsrechnung, kannst du mal 3, 4, 5 Stunden an eine einzige Tür oder irgendwas hinarbeiten. Oder du musst erst irgendwas finden, du weißt aber nicht, wo das ist. Jetzt kommt wieder einer. Der, wo ist denn? Das kennt sich... Da! Hoppla! Erschrocken. Wo geht man jetzt rein? Ach komm, falscher. Warte, jetzt muss ich in der Lösung lesen. Also du, ja eben, ohne Lösung, du weißt jetzt, soll ich da rein, oder dann fehlt da irgendein Item, also irgendein Dreck. Du weißt aber nicht, wo der ist. Und dann, eventuell musst du den aber erst noch kombinieren mit einem anderen Item, das weißt du aber auch nicht. Oder du musst es, wenn du es hast, musst du es aber erst noch untersuchen, das weißt du aber auch nicht. Oder kombinieren, oder Dreck und alles. Also ohne Lösung brauchst du ein Spiel gar nicht anfangen. Also du kannst gern spielen, aber da bist du nach 20 Jahren immer noch dran. Deswegen lese ich jetzt hier in der Lösung. Die Treppe runter und öffne. Dahinter seid ihr in einem Rundgang und geht direkt in die westliche Tür neben euch. Die ist aber zu, oder? Warte, westliche Tür neben euch. Ach doch, die ist offen. West, wo ist denn bei dem wieder Westen? Ah doch, heute hat das richtig. Jetzt hat das richtig. Danach sofort in die südliche Tür neben euch, wo ihr in den Röntgenraum kommt. Au. Ah. Südliche Tür neben euch. Das ist dann das da. Süden ist unten. Wo ihr in den Röntgen... Ja, schau, ohne Lösung könnt ihr jetzt dann 20 Jahre rumwatschen. Das ist aber auch für ein Let's Play-Video weniger interessant, weil... Oh, da ist eine Röntgenkarte. Weil ich krieg dann hier für 5 Meter Spiel brauche ich 20 Stunden Let's Play-Video. Da ist aber ein Schalter. Was muss ich denn da machen? Siehst du, ohne Lösung. Ich könnte jetzt hier 3 Stunden rumprobieren, das würde mich und dich langweilen. Oh nee. Warte, jetzt müssen wir aber das nehmen. Warte. Röntgenraum. Sammelt hier 2 Röntgenbilder ein und hängt sie zu den anderen. Ah, sammelt hier 2 Röntgenbilder ein und hängt sie zu den anderen. Was ist da drauf gestanden? Oh, da ist noch eins, oder? Röntgenbild. Schau her. Gail Holland. Oh ne, das ist die Lunge hier, oder? Lunge, Leber, Niere, Milz, unten das Becken, oder? Was soll das? Von Gail Holland. Bitte jetzt keine Kommentare. Ein Memo auf dem Notizspread erregt ihre Aufmerksamkeit. Ja, so waren früher die Spiele. Ah, Stomach, Lungs, Liver, Leber, sag ich doch. Leber. Esophagus. Oh, leck mich am. Was ist denn der Esophagus? Small Intestine, oh nee, das wollen wir gar nicht, glaube ich, wissen, oder? Large Intestine, ah, das ist der große Dickdarm, nee, was ist denn der Small Intestine? Stomach, das ist der Magen, das ist der Esophagus, den kenne ich nicht. Liver ist die Leber, oder? Lungs sind die Lunge. Kolon, das wollen wir auch nicht, Enddarm oder wie, nee, wollen wir auch nicht wissen. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch, ach komm. Hä? Müssen die Initialen alphabetisch gewandelt werden? Leckt mich an. Was ist denn da noch? Warte. Au, Brief des Forschers, da steht's drin. Meine Liebe. Ja, ja, da muss man das Kack hier. Komm. Ja, das kommt, das lese ich mir nicht durch. John, ah ja, warte, du bla bla. Sammelt hier 2 Röntgenbilder und hängt sie zu den anderen. Schaltet nun das Rundlicht ein. Sonst ist da nichts mehr, oder? Komm. Ja, aber das ist saublöd mit der... Ach, jetzt muss ich erst zu den anderen hängen. Warte, da eins hinhängen? Ist das jetzt wurscht, wie man die hinhängt? Oh nee, ich brauche Kaffeepause. Ich bin gerade erst, ist ja klar, gerade erst aufgestanden. 6.16 Uhr. Meanwhile. Meanwhile, back in the jungle ist 16 Uhr, 6.16 Uhr. Hm. Jetzt müssen wir die da hinhängen, oder? Ist wurscht, wie, oder? Oder wie? Verwunden, verwenden. Ah ja, genau. Da noch ein, komm. Na gut, dass ich mein Inventar wieder frei habe. So, und jetzt müssen wir es rot, da kann man nichts machen. Au, ein Röntgenbild. Am Oberrand steht ein Name. Gail Holle. Wie gesagt, bitte keine... nee, warte. Warte, erst muss ich das Röntgenlicht einschalten, oder?
Schalte nun das Rotlicht ein. Rotlicht. Hier ist eine Art Schalter. Drücken, ja. Hallo. Oh. Ein Teil glüht rot. Oh. Aha. Ein Teil glüht rot. Clark David. Ed Fischer. Ein Teil glüht rot. Gellhorn. Ein Teil glüht rot. Das hat man schon. And now. Schalte nur, wie die einzelnen Bereiche auf den Bildern rot leuchten. Damit soll euch das Passwort Cell dargestellt werden. Wie sollst du da jetzt von selber gar nicht drauf kommen können, schau ja. Entschuldigung, das hat mir jetzt das Passwort Cell, also C-E-L-L, Zelle, dargestellt in einem Dokument. Erfahrt ihr außerdem den Benutzernamen John und das Benutzerpasswort Ada. A-A-D-A. Ada! Das ist meine geliebte Ada aus Fallout 4, die Ada, die Robotorin, die ganz liebe Ada. Du musst dir mal meine Fallout 4 Videos anschauen, die hinteren Teil, wo ich, also die, gegen Ende, die letzten Videos, Fallout 4, wo ich dann die Ada habe. Oh meine liebe Ada, das ist so eine, die liebste Roboterfrau aller Zeiten. Oh, die, in die habe ich mich verliebt, die ist so eine nette, die hat immer so aufmunternde Kommentare und alles und also das war eine ganz liebe. Musst du mal anschauen, die Ada in Fallout 4. Die ist, oh nee. Warte, ist dieser Beitrag hilfreich? Ja. Verlass danach das Zimmer. Aha, und geh zurück in. Na schau her, die Konstanze langweilt sich schon. Schau her. Bah, jetzt ist Rotlicht nicht mehr ausschalten. Schau her, Konstanze im Rotlicht, das wollen wir nochmal. Das wollen wir für die Ewigkeit festhalten. Leckt mich am Abend. Schau her. Entschuldige, wenn ich das immer sage, aber mir fällt jetzt im Moment nichts anderes ein. Fresse. Fresse-Fernsehen. Hast Kalkis, Kalkovis Jahresrückblick gesehen? Da glaubst du, du kriegst Flöhe. Da gibt's einen, nicht nur einen. Da gibt's Leute hier in Deutschland, die meinen, die wirklich, dass die Erde wirklich erwachsene Leute, die war im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen irgendwo. Der ist der Vertreter einer Gruppe von Leuten, die meinen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ohne Scheiß. Wirklich. Und dass das nur vertuscht wird von den Mächtigen, dass die Erde tatsächlich wirklich eine Scheibe ist. Und also das glaubst du gar nicht. Sowas darf wählen und Auto fahren und darf im Fernsehen auftreten. Und das wird gesteuert von den die Regierungschefs. Also das sind keine Menschen, sondern das sind Reptiloiden. Also es sind in Wirklichkeit Reptilien. Und jetzt erzählen wir nochmal was über... Da kann man doch wirklich nur noch verzweifeln. Also das ist die Menschheit. Also da kann man doch nur noch sagen, gut, danke. Ich gebe meinen Ausweis zurück, meine Mitgliedskarte Homo Sapiens. Warte, jetzt weiß ich, wie ich die Folge nenne. AD Homo Sapiens. Homo Sapiens AD nenne ich sie, oder? Da kann man doch wirklich nur sagen, ich habe so eine Mitgliedskarte, Mitglied des Vereins Homo Sapiens. Die Karte gebe ich zurück. In dem Verein will ich nicht mehr angehören. Nee, danke. Gebe ich Homo Sapiens AD. Den Mitgliedsausweis gebe ich ab. Das kann ich nicht mehr unterschreiben. Nee. Ja, das ist eine Scheibe. Weißt du, okay, Verschwörungstheorien sind eine lustige Sache. Also... Ich bin ja wirklich versucht zu glauben, dass die NASA nicht am Mond war. Also, das waren ja 7 oder 8 Apollo-Missionen und einige Mondlandungen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ich glaube, die erste Mondlandung... Moment, ich muss husten, Moment. Die erste Mondlandung. Also gut, die Beweise sind erdrückend, dass sie wirklich da oben waren. Aber ich könnte es mir tatsächlich... also, ich halte es echt... für relativ unwahrscheinlich, dass es die erste zumindest geklappt haben soll, weil das ist schon ein bisschen aber na gut, die Beweise sind ja doch erdrückend. Also man sieht ja immer wieder Fernsehsendungen. Oh, da ist ein Schalter. Gut, sie waren tatsächlich am Mond, ich halte es schon ein bisschen crazy. Na gut, aber nicht, dass ich jetzt auch hier noch unter die Verschwörungstheoretiker eingestuft werde. Das war die Kaffeepause. Das wollen wir dann doch nicht, dass du mich auch noch hier für blöd hältst, für verrückt hältst. Nee. Aber gut, was ist denn das für Zeug alles? Was muss man jetzt machen?
Lauft nun einmal rum, um die Tür im Nordosten zu öffnen. Lauft nun einmal rum. Ach komm, wo ist denn einmal rum? Hä? Geht zurück in den Rundgang. Ach, Rundgang ist der Runde. Ach, warte. Verschwörungstheorie. Ja, nee. Ich meine, Verschwörungstheorien sind ja an sich schon eine lustige Sache. Also, irgendwie. Verschwörungstheorie. Was gibt es noch für Verschwörungstheorien? Dass John Lennon, glaube ich, war schon... Oder Paul McCartney oder irgendeiner von den Beatles soll angeblich schon damals, als die Platte Abbey Road oder so rauskam, die Platte, wo die auf dem Cover da über den Zebrastreifen latschen, da soll angeblich schon einer tot gewesen sein von denen. Und man kennt es daran, zum Beispiel, also laut Verschwörungstheorie erkennt man es zum Beispiel daran, dass der eine, der tot sein soll, der hat keine Schuhe an auf dem Bild. Die anderen haben alle Schuhe an. Und da im Hintergrund sieht man ein Auto und das Auto hat das Kennzeichen LCW und noch ein paar Zahlen. Und LCW steht angeblich für Linda McCartney Weeps, also die Linda McCartney weint, weil der Paul McCartney schon tot ist. Da muss man erstmal darauf kommen. Also es ist doch lustig, also das ist doch echt süß, so eine Verschwörungstheorie kann man sich auch ganz einfach selber basteln. Huch, siehst du, ich bastel mir jetzt eine Verschwörungstheorie. Hier steht 3. Das heißt, die Konstanze ist schon dreimal gestorben, ist schon durch 3 Zombies ersetzt, durch 3 Reptiloiden ersetzt worden. Das sieht man hier durch die Zahl 3. Und auch 3 Flaschen. Siehst du, es sind auch 3 Flaschen hier. Also, und schon haben wir eine Verschwörungstheorie. Also, du kannst aus allem eine Verschwörungstheorie basteln. Wenn du. Wo muss es geht einmal rum? Ja, komm, ich kann eh nur. Nordosten zu öffnen. Genau, das ist die eine Tür. Geht einmal rum. Wieso muss ich einmal rumgehen? Komme ich anders nicht hin, oder wie? Verschwörungstheorie. Komm jetzt. Oh, schau her. Habe ich schon erwähnte ich bereits, dass es sich hier um eine Verschwörungstheorie handelt. Hätte ich beinahe gesagt, da kommt man nicht rein, oder? Die Tür ist verschissen. Da kommt man. Eine Art Hochspannungskack. Da ist auch zu, gell? Kann man nicht sehen. Die Tür, erwähnte ich bereits, dass es sich hier um ein Hochspannungssymbol, um einen Horror, ach, da ist wieder so eine lustige Tür, um ein Horrorspiel handelt, erwähnte, jetzt muss ich Kaffeepause machen, das hält keine Sau aus, das ist Horror vom Feinsten hier, komm, oh ne, schau, Kaffeepause, das ist Horror vom Feinsten, wenn man wenigstens schauen könnte, weiß, Kamera bewegen. Oh, da, wenn das kein Horror ist, da kriege ich Flöhe. Schau mal, was ist denn das für ein Apparat? Das wollen wir gar nicht wissen. Huch, Magnum, nee. Da liegt man, ach so. Na, wenn das kein Horrorspiel ist, dann weiß ich es aber nicht. Komm. Wo müssen wir denn da hin? In diesem Raum findet ihr einen Computer, wo ihr als Benutzernamen John und als Passwort Ada eingibt. Oh nee. Komm, jetzt, das müssen wir jetzt einwirken lassen auf uns, komm, dieses Szenario. Das ist jetzt der PC, oder wie? Was ist denn da hinten? Oh, nee, warte, was ist denn da? Da, da ist die Kühlkammer. Was ist denn das? Da blinkt das. Da ist die Kühlkammer. Ah, da ist wieder so ein Batteriekack. Den nehme ich immer. Schau, da ist die Kühlkammer, die Vorratskammer. Schau her. Wahnsinn. Ja, das muss man sich schon mal ein bisschen anschauen hier. Schau her, oh nee, schau her, komm, das ist eine Frau, oder wie? Nee. Kann man da nichts machen? Nee. Aufessen. Gut, jetzt gehen wir da hin, oder? Oh, schau her, das Mauspad, ich krieg Flöhe. Schau dir das Originalspiel, da ein richtiger 17 Zoll Monitor, so ungefähr. 14, 15 oder 17 Zoll. Und da hinten sind so kleine, schau her. Ach, ist das süß. Könnt so ein, naja, das ist schon ein 17er, 17 Zoll Monitor, oder? Das geben. Und ein Mauspad. Schau, was steht denn da? Praktke. Oh nee. Gut. Au! Ach du Scheiße. Schau her, da müsstest du jetzt wissen, was du da eingibst. Das hätten wir jetzt irgendwie. Umbrella Computer Operation System Roblox. Bla. Login. Wahnsinn, ich krieg Flöhe. Schau dir das an. Das halte ich nicht aus. Gut, Moment, Sekunde. Das hält doch gar nicht aus.
Benutzername John, warte. Jon mit O, O, Jo. H, warte, wo ist denn ein H? Ja. Findet keine Sau da. Jon, Enter und dann Enter, oder? Ich krieg Flöhe. Enter, Jon. Passwort Ada, die liebe Ada aus Fallout. Fallout 4, das ist so eine liebe Ada. Oh, das ist verschlüsselt, ich krieg's aber, ich krieg hier Flöhe. Aber jetzt Idee, Ada, ich krieg Flöhe. Ada, das kann mir keine Sau erklären hier, komm, Enter. Au, oh nee, Roffel-System, schau, und mit Musik. Jetzt müssen wir wieder irgendwas. Dann entriegelt ihr die Räume. Hä? Achso. B2F und B3F? Das sind zwei Räume, die müssen wir riegeln. Mit dem Passwort Cell. Aha, jetzt warte. Roffelsystem. Permission denied. Try, enter, Passwort. Try, enter. Mhm. Cell, warte. C-E-L-L. C, auch schon wieder gepixelt. C, Gesternchen. Entschuldigung, warte. Moment. Winter, also bin ich erkältet. Ich bin eigentlich immer erkältet. Also was heißt eigentlich? C, E. Es ist nett, dass ich hier einen Fehler mache. Einen falschen Fehler. Ich mache hier einen falschen Fehler. L, C, E, L, L. Gell? Enter. Oh, Lop, Permission granted. Au, au. Unlocked. Hey, den. Oh, nee. Roffelsystem. Ich krieg Intro. Warum blinkt jetzt was? Also. Den muss ich jetzt auch noch aufmachen. Auch wieder mit Cell. An. Ach so. Ist der auch? Ah, leck mich am. Schau dir das an, jetzt haben wir da eine 3D-Darstellung. Ja, das wäre jetzt so die Minimap hier, komm. Das wäre das jetzt. Und jetzt sind wir fertig. Oder? Müssen wir den auch noch? Ah, der ist schon fertig, oder? Unlocked. Oh. Mhm. Jetzt haben wir alle angelockt, oder? Was? Weiß keine Sau. Roffelsystem. Der ist auch unlocked, oder? Warte. C, aber den haben wir doch schon, oder? Warte, nee. C, E, L, L, Enter. Da habe ich doch jetzt alle angelockt. Permission granted. Du mich auch. Jetzt gehen wir da wieder raus, komm. Wie geht denn das raus? Cancel. Quit. Was? Cancel, yes, oder? Jetzt gehen wir raus. Oh, nee, das ist mir zu kompliziert. Kann man das nicht mit der Maus bedienen? Gut, ich hoffe mal, das war jetzt richtig, oder? Wie lange spielen wir schon? Oh, wir haben noch 6 Minuten. Jetzt wieder zurück in den Rundgang. Aha. Jetzt wieder zurück. Da oben sind Lüftungsschächte. Das ist hier wie ein Alien. Da kommt das Alien raus. Das ist Munition gebraucht. Jetzt wieder zurück in den Rundgang und wieder in die Türe. Die haben ein Deutsch. Wieder in die Tür. Im Nordwesten von eben. Hä? Wo ist Nordwesten von eben? Nordwesten von eben. Ach, das war der. Ach, das ist jetzt die graue, die da offen ist, oder? Warte, komm. Rundgang. Da kommen wir nicht durch, oder wie? Hoch. Da ist. Doch, da kommen wir auch durch, oder? Nordwesten von eben. Das war die hier. Danach weiter das Arbeitszimmer auf der Nordseite. Erledigt. Erledigt. Nicht spoilern. Warte, was erledigen wir hier? Erledigt hier eure Arbeit. Da ist jetzt offen, oder? Oh, da ist ein Fahrstuhl, oder? Da rein jetzt, oder? Komm. Warte, oh, oh. Warte. Komm. Au. Wo ist einer? Oh nee, da. Erst schießen, dann fragen. Konstanze, auf. Hoppla, der steht mir. Da ist was für, ja. Das nehmen wir.
Hä? Wo ist es? Da. Dies ein Fax, komm. Säure. Säure, Kack. Ich will das nicht wissen. Komm. Nicht, dass du mir jetzt wieder einen Brief schreibst, dass du sagst, ich mach das zu schnell weg oder so. Da, oh, oh, was muss ich sagen? Er legt das Schreibtisch, wo er Übertragungsgerät findet, benutzt die MO-Diskette, sammelt hier außerdem den DIA-Filter. Ich kann mich. Übertragungsgerät. Sicherheitssystem. Mit einer MO-Diskette könnten Sie den Passcode übertragen. Das machen wir doch. Habe ich zwei Stück, oder? Ist das jetzt wurscht? Sind die gleich, oder? Nee. Nehmen wir die erste, oder? Verwunden. Warte, Entschuldigung. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas scheint gescheitert zu haben. Ja, und? Und die Diafilter soll ich noch mitnehmen. Ein Haufen dreckiger gewesen. Wo ist dann Diafilter? Das da. Öffnen, ja. Dia, Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Leckt mich am Arsch. Geht nicht, jetzt geht nichts mehr. Alter, sieht aus wie ein Nachttank. Ich glaube, mein Freund, was? Benutzt die MO-Diskette, sammelt hier außerdem den Diafilter ein. Wo ist ein Diafilter? Das ist ja nett, oder? Achtung, Explosionsgefahr. Mann, das geht nicht. Sieht aus wie ein Nachttankgerät. Gut, das ist es anscheinend nicht. Wo ist denn der? Das da. Ach, der Dia. Jetzt ist noch ein Zombie da. Komm. Was? Da ist ein Speicherband. Kann man da speichern? Wo kann man da speichern? Nirgends. Speicherband. Das ist der Dia-Filter, oder? Komm. Die Slide Cartridge. Dia-Filter. Dia-Projektor. Du weißt nicht. Weißt du, was ein Dia-Projektor? Ich weiß es. Dia-Projektor, kannst du mal googeln. Aber ein Dia-Filter weiß ich jetzt weniger. Gut, dann haben wir es da, oder? Moment, wir haben noch zwei Minuten. Geht nun wieder zurück zur Treppe und lauft in das obere Stockwerk. Aha. Na, da schon, ja, woher soll man das wissen? Achso, warte. Woher soll das ein Schwein wissen? Kannst jetzt 30 Jahre rumlaufen. Da ist ein Lift, den braucht man nicht, oder? Geht nun zurück geht zurück zur Treppe und lauft in das obere Stockwerk. Aha. Woher? Treppe, wo ist die Treppe? Da, oder? Aha, weil da noch alles zu ist. Und jetzt gehen wir die Treppe auf. Wahnsinn, das Spiel ist schick. Heute muss ich eine Nachhilfestunde geben. Um 13 Uhr in Englisch. Oh. Komm, jetzt kommt wieder einer. Hopp. Ja. Hoppla, jetzt liegen die aber schön gestapelt. Ja, ich glaube, muss man die verbrennen oder so, weil sonst stehen die wieder auf. Jetzt sind wir wieder da. Begebt euch zur Tür Nordosten. Ah, Vorführraum. Warte, Tür Nordosten. Ah, Kack. Vorführraum. Hä? Nord ist oben Osten. Osten. Das hat der wieder Nordwesten, meint der. Meinen die das da? Warte. Das war das. Warte. Das Nordosten ist bei dem immer im Westen. Oder? Vorführraum? Könnte jetzt der sein. Sollen wir speichern? Nee, das mache ich nachher. Das ist, haben wir jetzt aufgeschaltet, gell? Auf. Jetzt müssen wir Pause machen. Ist das jetzt der Vorführer? Da liegt wieder was. Was liegt denn da? Noch eine MDO. Die nehmen wir doch, komm. Sammelt hier eine weitere MO-Diskette. Aha, dann sind wir also richtig. Beim Dia-Projekt setzt ihr den Dia-Filter ein. Beim Dia-Projekt. Da ist ein Telefon. Eingabegerät für den Passcode.
Nee, warte, warte. Machen wir jetzt noch nicht, warte. Jetzt gehen wir erst. Wo ist denn dann Dia-Gerät? Dia. Davon. Ah! Wo denn? Hä? Das da, oder? Da am Tisch. Ah, nee, komm. Wo bin ich denn da? Da rein, oder? Ist das da drin? Warte, geh mal da rein. Was ist denn das da? Ach, nee, das brauchen wir nicht. Da ist nichts. Au, Sicherheitsprotokolle. Aha. Bah, komm, das will keine Sau lesen. Dann noch was? Audiovisuelle Materialien sind ordentlich aufgereiht. Hier scheint es nichts. Aber da drin, jetzt warte, wo geht's denn da rein? Da. Hä? Da, schau her. Da geht nichts rein. Wo ist denn was? Was für ein Ding? Da. Ach, Kack. Warte. Sammelt hier eine. Beim Dia-Projekt setzt ihr den Dia-Filter ein. Dia-Projekt. Meint der Dia-Projektor. Ist war das das Telefon da an der Wand oder wie? Da ist nichts mehr. Da ist eine Karte von Labor. Schau her. Na, die nehmen wir doch. Ah, nö. Sie haben die Karte von Labor. Schau her, das wird mir jetzt gar nicht. Wenn ich da jetzt zufällig hingewatschelt wäre. Das muss jetzt das Ding sein. Warte, das da. Das da. Oder? Ist das das Ding? Oder das Ding? Das Ding. Die Projekt. Warte, da war doch gerade was. Eingabegerät für den Passcode. Nee. Ah, nee, warte. Irgendwas habe ich noch vor. Irgendwas muss ich noch machen. Das Dia-Projekt. Ist das jetzt direkt die Leinwand? Ach so, eine Leinwand für einen. Ach so. Eine Leinwand. Ja, und? Ist das. Irgendwo muss ich noch. Muss ich noch was machen? Komm. Das da, warte. Da. Ah! Ansehen, ja. Werbe. Oh, nee. Umbrella Corporation. Oh ne, schau her. Cerberus. Ah, das ist der Weiße Hai Teil 2. Das sind die Hunter, die Dinger. Die Reptiloiden, die behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist. Oh, das sind die Käseköpfe. Jetzt müssen wir aufhören. Warte, Entwicklungsteam. Ah, das sind. Oh, da ist der Code. Warte, 8. Irgendwas, nee. Weiß keine Sau. Und was muss jetzt? Der Film ist eingelegt. Oh, nee, haben wir gerade. Wo ist denn jetzt das Drecks? Drecksding? Ah, nee, scheiße. Warte, das habe ich schon wieder. Bang, 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 bang. Wo muss denn jetzt das Drecks? Das muss da rein. Da drin. Wo geht denn da rein? Komm nicht rein. Scheiße, irgendwie. Weil die Lösung ist aber auch Kacke. Sammelt hier eine weitere MO. Beim Dia-Projekt setzt ihr den Dia-Filter ein. Wo ist denn das Drecks-Dia-Projekt? Ah, nee. Was ist das? Das ist das Telefon da. Ach komm. Eingabegerät für den Pass. Nee. Da muss ich, aber ich muss vorher noch das Dia-Kacke. Das müsste. Da ist der Film. Ach komm, schau her. Ich muss den Drecksding einsetzen. Woanders geht's hier nicht. Ach komm. Und erhaltet den Code 8462. Gebt diesen beim Eingabegerät ein, um einen Geheimraum zu öffnen. Warte, ich mache jetzt mal aus, weil wir schon wieder eine halbe Stunde haben, gell? Okay, ich schalte aus und schalte gleich wieder ein. Also, tschüss, bis gleich.